Joko und Klaas gibt es nicht mehr, Cindy und Bert auch nicht. Jetzt kommen Friedrich und Serdi. Wir beide machen nämlich eine Sendung, die heißt Somunju, so wie ich, aber eigentlich ist er derjenige, der die Sendung macht und mich nur machen lässt. Ja, und ich habe sie, wie Sie an der Deko erkennen, an meinen Lieblingssender Sonax verkauft. Sonax? Oder ist das denn nicht so? Egal. Wir haben am Dienstag wieder eine Sendung. Ja, wir sind wieder da, weil ich habe es nicht geschafft. Ich wollte eigentlich Kanzler werden, aber das war nur ein Manöver. Alle 11 Sekunden verliebt sich ein Grüner in Frau Merkel. Und während das in Berlin hier um die Ecke passiert, fragen wir uns, kennen Sie diesen tollen Spot von Monty Python, wo immer das Angelmikro ins Bild hängt? Genau. Und alle 15 Sekunden verliebt sich ein Nazi in die AfD. Mit du auch? 30 Sekunden kommt raus, das war Alexander Gauland. Ich hatte schon Sex in diesem Vorsetzer, Sie nicht. Ihr Pech. Gäste in der Sendung sind Mr. Moneyboy, die jüngste Abgeordnete des deutschen Reichstags. Und Hänsel Brugger, Comedian aus der Schweiz, Comedienne aus der Schweiz. Die Schwester von Hazel Nutt, die Sie aus der Nutella kennen. Und jetzt kommt's am Ende auch noch Moneyboy, der politischste Rapper Österreichs. Hatte ich längst gesagt. Okay. Hatte ich schon vor Jahren gesagt. Sorry. 17.10 Uhr am Dienstag und Wiederholung um 23.50 Uhr. Und, auch falsch. Egal, Sie schalten ein. Hier bitte mit Edding die richtige Sendezeit Arschloch selber eintragen. Tschüss. So geht's zu bei Sonax, Ihrem freundlichen Familienfernsehen. Alle 15 Sekunden verliebt sich ein Zuschauer in das Gesicht von Friedrich Küppersbusch. Zu Recht.